Guten Morgen YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Mein Gewicht war heute Morgen bei 80,8 Kilogramm. Saskia und ich gehen gleich was essen. Und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie man ein Refeed Day macht, beziehungsweise was ein Refeed Day ist. Und später geht es noch ins Beintraining. Los geht's. Das erste, was ich morgens immer mache, sind meine Mikros zu nehmen. Ich habe die jetzt hier in der Pillenbox. Aber ihr wisst ja schon, was ich alles so benutze. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Wir fahren jetzt los zum Frühstücken. Wir gehen uns Alex, bisschen Frühstücksbuffet und danach geht es auch schon ins Training. Aber erstmal zwischendurch wird noch ein bisschen verdaut. Ne? Wir haben jetzt fertig gegessen, vielleicht gehen wir noch ein bisschen durch die Stadt und dann geht es schon zum Training. Ihr habt ja gesehen, was ich gegessen habe, also war schon eine Menge, aber ich erkläre euch gleich noch, warum ich so viel gegessen habe und was es für einen Sinn hat. So Freunde, ich erkläre euch jetzt mal, was Refeed Days sind und warum ich finde, dass Cheat Days und Cheat Meals keinen Sinn machen. Ganz einfach. Cheat Meals können 500 Kalorien sein, Cheat Meals können 1000 Kalorien, aber auch 2000 Kalorien sein. Die sind unkontrolliert, ihr könnt eure ganze Wochenbilanz durch dieses eine Cheat Meal kaputt machen, wenn ihr da einfach mal 100 oder 150 Gramm Fett esst. Also würde ich das auf jeden Fall nicht empfehlen. Cheat Days empfehle ich auch nicht, weil an diesen Tagen esst ihr 10.000 Kalorien, 8.000 Kalorien. Auf jeden Fall esst ihr zu viele Kalorien. Und das macht eure ganze Wochenbilanz kaputt, sprich, ihr versaut eure ganze Woche, die ihr davor diätet habt. Was ich euch empfehlen kann, sind Refeed Days. Wie sieht ein Refeed Day aus? Ganz einfach. An einem Refeed Day lasst ihr euer Fett und euer Eiweiß gleich, wie es auch in der Diät war. Und eure Kohlenhydrate schraubt ihr hoch. An einem Refeed Day schraubt ihr eure Kohlenhydrate so weit hoch, dass ihr 4,8 bis 5,5 mal euer Körpergewicht multipliziert und so viele Kohlenhydrate esst ihr dann. Warum macht es keinen Sinn mehr Fett zu essen? Euer Leptin-Level in der Diät runtergeht und Leptin ist dafür verantwortlich, dass ihr Hunger habt oder keinen Hunger habt. Sprich, wenn ihr viele Kohlenhydrate esst, geht euer Leptin-Level hoch, euer Glykogenspeicher wird voller, ihr habt mehr Bock aufs Training, mehr Kraft im Training und durch das Leptin, das ist ein Hormon, was euer Hunger hemmt, sprich, ihr kriegt nicht so viel Appetit, ihr habt nicht so viel Heißhungerattacken. Deswegen machen Refeed Days Sinn. Wann würde ich Refeed Days empfehlen? Refeed Days würde ich alle 14 bis 21 Tage, sprich 2 bis 3 Wochen empfehlen. Aber wenn ihr nach 21 Tagen sagt, ich bin fit, ich habe noch Power und Hunger habe ich auch nicht, dann würde ich natürlich kein Refeed Day einlegen, dann würde ich den weglassen und ganz normal mit der Diät weitermachen. Was könnt ihr zum Beispiel an einem Refeed Day essen? Ganz einfach, Nudeln, Reis, Kartoffeln oder auch Süßes wie Gummibären, aber natürlich nichts mit Fett. Wenn ihr alles eintrackt und eure Kohlenhydrate dann so hoch pusht, wie schon gesagt, 4,8 bis 5,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht multiplizieren. Also alles in allem, wie gesagt, keine Cheat Meals, keine Cheat Days. Wenn ihr mal ein Cheat Day habt, dann würde ich das entweder über die nächsten 3 Tage kompensieren, dass ihr an den Tagen weniger Kalorien esst, vielleicht 500 Kalorien weniger als in der Diät sonst. Ein Cheat Meal würde ich auch nicht empfehlen. Wenn ihr ein Cheat Meal macht, dann trackt das
dann könnt ihr das natürlich kontrollieren, dass ihr da halt nicht zu viel rüber geht. Aber wie gesagt, am Refeed Day am liebsten Kohlenhydrate hochschrauben, damit das Leptin hochgeht und euer Hunger gesenkt wird. Ganz einfach, wir sind jetzt vorm Gym. Willi ist jetzt auch am Start. Hallo. Was Adam noch nicht gesagt hat, ist, wenn ihr merkt, euer Gewicht geht zu schnell runter, dann würde ich auch einen Refeed Day einlegen. Das ist nämlich gerade bei mir der Fall. Ich finde, mein Gewicht geht zu schnell runter. Was heißt zu schnell? 500 Gramm in der Woche ist noch vollkommen okay, aber sobald es ein bisschen rüber geht, will ich da schon überlegen, Refeed Day einzulegen. Deswegen lege ich heute auch einen ein. Also Leute, jetzt stehen die Beine an, wir sind vom Gym. Los geht's, oder? Ja. Jetzt gibt's erstmal einen Booster. Was ist da drin, Willi? BCAAs und Kreatin. Heftigster Booster auf jeden Fall. Also BCAAs, Kreatin und hier noch eine kleine Koffeintablette mit 200 Milligramm Koffein. Das geben wir uns jetzt und dann geht's los, ne? Too late to admit when you're wrong. Turn a new leaf, see a new dawn. The time to decide has come and gone. Just give me a chance, we can carry on. I'm making my choice, these drums of your voice, they run through my head as I remember the day. Stay in this Wir sind jetzt vom Training zu Hause angekommen und was ich noch vergessen habe zu erwähnen vorhin, als ich über Refeed Days gesprochen habe, es ist sehr wichtig, es ist immer wichtig, aber beim Refeed Days ist es noch wichtiger, viel Wasser zu trinken. Ihr merkt es auch, wenn ihr eure erste Mahlzeit hattet, ich habe jetzt 1700 Kalorien gefrühstückt, also mega viel, das war vom Leg Day, ich war beim Beintraining auch etwas voll. Aber halb so wild, was man merkt ist, man hat einen trockenen Mund. Man hat stark das Bedürfnis zu trinken aus dem Grund,
weil das Glykogen will in den Muskel und Glykogen wird ja mit Wasser gebunden und ohne Flüssigkeit kein Glykogen, sprich ohne Flüssigkeit werden eure Muskeln nicht voll. Deswegen ganz viel trinken, auch am Refeed Day, etwas mehr als sonst. Und das mache ich jetzt, ich habe gerade einen trockenen Mund, deswegen erstmal Prost, Leute. Was ich jetzt nach dem Training mache, ist, ich gebe mir gleich meinen Post-Workout-Shake. Das sind 60 Gramm Whey-Protein hier von... Was ist denn? Ist nicht da. Es sind auf jeden Fall 60 Gramm Whey-Protein von TNT im Hazelnut-Geschmack. Schmeckt mega lecker. Kann ich euch allen empfehlen. Jetzt wird Video geschnitten. Und ja, ein bisschen gechillt. Und später wird noch was gegessen. Ich habe fast mein Fett schon drin. Sprich, ich esse heute nur noch Eiweiß und Kohlenhydrate. Ich kann euch mal eben meine Paul zeigen, wie das Ganze aussieht. Zack, Fett ist drin. Hier, ich werde heute 200 Gramm Eiweiß essen. Ihr könnt euch das Ganze so ausrechnen. Ich wiege momentan... Einen Moment. Ich wiege momentan 80,8 Kilogramm. Das multipliziert ihr dann mal 4,8. Dann habt ihr den ersten Wert 387. Dann nochmal 80,8 mal 5,5. 444. Das ist dann eure Range an Kohlenhydraten, die ihr an dem Tag am besten esst. Also 370. Zwischen 370 und 440 Gramm Kohlenhydraten. Nach dem Training meine erste Mahlzeit sieht wie folgt aus. Ein bisschen Lachsschinken mit Frischkäse und Hähnchen auf Eiweißbrot und dabei ein kleiner Mini-Pidajok. Das ist so eine Teigtasche mit Ei und Frühlingszwiebeln drin. Schmeckt richtig gut. Ich finde das Eiweißbrot von Lidl bis jetzt am besten. Das hat nur 10 Gramm Fett. Vergleichsweise ist das relativ wenig zu anderem Eiweißbrot. Aus Kaufland hat das, glaube ich, 12 Gramm und aus anderen Läden 14. Also ich kenne eigentlich nur Eiweißbrote über 10 Gramm Fett und 24 Gramm Eiweiß. Schmeckt dabei auch ganz gut. Zack, weil Refeed Day ist, gehen wir jetzt erstmal zu Kaufland. Wir haben noch einige Kalorien offen. Ich zumindest. Hast du noch Kalorien offen? Ja, also Kohlenhydrate habe ich offen, Protein habe ich auch offen, aber kein Fett mehr. Deswegen ist nicht so schlimm. Wir gehen jetzt, also ich brauche Joghurt auf jeden Fall für meinen Quark, weil ich möchte ihn mit Joghurt. Und Haribo will ich mir auch holen und Hähnchen. Haribo aus dem Grund, weil ich Carbs brauche, also Kohlenhydrate. Und ja, die haben nur Kohlenhydrate, deswegen läuft das. Schweineschnitzel kann man als Abwechslung zu Hähnchen oder Pute nehmen. Schmeckt auch mega nice, bisschen gut würzen, ja. Pfeffer, Salz, bisschen Paprika, Gewürz. Und ich finde Schweineschnitzel bzw. Schwein passt allgemein besser zu Kartoffeln. Wir machen gleich Kartoffeln, deswegen. Das jetzt kommt ganz das genau. Kartoffeln sind geschält. Dabei gibt's Schweineschnitzel, wie schon gesagt, und kalifornisches Fanggemüse. Das Essen ist jetzt fertig. Ich habe schon so heftig Bock darauf. Ich habe gerade ein bisschen probiert und die Würzung, die habt ihr gut hinbekommen. Ich zeige euch das Ganze mal. Und dazu gebe ich mir noch Haribo danach, Willi auch. Ich gebe mir 120 Gramm, wie viel Gramm gibst du dir? Ich werde mir gleich 150 Gramm Haribo reinpfeifen, auch schon richtig Bock drauf. Natürlich wird dabei Purse of Interest geguckt. Wir haben jetzt fast alle Mahlzeiten drin, bei mir gibt es gleich noch Haribo. Willi hat noch ein bisschen von der einen Mahlzeit. Ja, ich genieße das Essen eher immer. Nein, irgendwie fange ich an zu essen, aber lasse es dann bei der Hälfte stehen und gehe ans Handy und so. Soll ich mich vielleicht mal abgewöhnen, aber
Naja. Refeed Day ist auf jeden Fall jetzt vorbei. Ich habe schon jetzt richtig Bock auf das Training morgen, weil der Pump einfach besser sein wird, weil die Kohlenhydrate erhöht wurden den Vortag, also heute. Dann wird die Oberkörpereinheit morgen umso mehr Bock machen, denn Pump im Training heißt gleich Spaßfaktor im Training. Ganz genau, mehr Kraft, mehr Biss, einfach wegen den Glykogenspeichern, die voll sind. Jetzt werden die Lysin-Level auch hochgehen, sprich wir werden nicht mehr so viel Hunger haben in der Diät. Also für die nächsten paar Tage, natürlich wird es mit der Zeit dann wiederkommen. Aber wie schon gesagt, nach 2 bis 3 Wochen muss man dann wieder oder kann ein Refeed Day machen, wenn man ihn braucht oder halt auch nicht. Genau, je nach Gefühlslage. Genau. Und ja. Das war's eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben oder... Oder einen Kommentar könnt ihr auch reinklatschen, das würde uns auch freuen. Jo. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.